Hier in dem Bereich ist der Reifen noch quasi wie neu. Ja. So, hier wird mit der Zeit eine Kante, ist schon eine kleine Kante. Fahr mal drüber mit dem Finger. Da spürst du das. Merkst du das? Wieder eine Kante. Ganz leicht. Das heißt, du hast hier einen großen Radius. Jetzt kommt plötzlich ein ganz kleiner Radius, dann kippelt das Motorrad so weg. Und dann kommt der ursprüngliche Radius wieder, der nicht ganz so groß ist wie hier oben, aber deutlich größer als diese enge Geschichte hier von der Kante. Das heißt, wenn du in die Kurve fährst, irgendwann mal wird der Lenker anfangen, in die Kurve reinfallen zu wollen. Du musst den Lenker dagegen schieben. Das ist aber eine Geschichte, die nicht von heute auf morgen entsteht, sondern so ein schleichender Prozess. Und man fühlt es immer unbehaglicher an. Ja. Das macht eigentlich keinen Spaß dann zu fahren, vor allen Dingen, wenn du hier auf die Kante kommen würdest, in der Schrecksekunde zum Beispiel, hast du plötzlich eine ganz kleine Auflagefläche. Mhm. Und dann kann es gefährlich werden. Okay. Okay. So, dann gehen wir zum nächsten. Hier sieht es ganz ähnlich aus. Hier ist vielleicht die Grenze etwas weiter nach außen, also er fährt ein bisschen mehr Schräglage. Hier beginnt auch ganz leicht, noch ist es nicht schlimm, ganz leicht eine Kante, aber man kann erkennen, er gibt mehr Gas in Schräglage. Seht ihr, wie hier der Gummi ein bisschen aufgeraut ist? Ja. Also hier war er ganz glatt, hat richtig geglänzt, der Gummi. Hier ist er. Was sagt das aus, der Sägezahn, wenn das zu stark wird? Das gibt dann einfach Geräusche dann irgendwann mal, der Reifen wird laut. Okay. So, der Reifen ist bald fällig. Okay. Er hat zwei Kanten. Hier ist die erste Kante und da ist die zweite Kante. Die erste Kante kommt wahrscheinlich. Autobahn. Wo ist er? Autobahn fahren, ne? Ja. Auf dem Weg zur Arbeit wahrscheinlich, ja. Ne? Okay. Das also in der Früh ist typische Autobahngeschichte. Und das ist eine Geschichte, wo er normalerweise fährt. Er fängt aber an, schräger zu kommen, so nach und nach. Ja, also hier war es am Anfang, jetzt ist er hier, von der Auflagefläche, ja, okay? Also wann wechseln? Bald, 1000 Kilometer spätestens. Okay. Ja, so der Reifen ist relativ gleichmäßig abgefahren hier. Das ist eigentlich optimal, ja? Also vom Fahrstil her, vom Motorrad, kann er einen sportlichen Reifen wählen. Die sind recht spitz, haben also eine kleine Auflagefläche beim Geradeausfahren, würden daher auch schnell verschleißen auf der Autobahn. Aber sie sind sehr handlich, man kommt leicht in Schräglage, sehr gutes Handling, danach wird die Auflagefläche größer und entsprechend ist dann mehr Grip da. Also in Schräglage erhöht sich die Auflagefläche entsprechend mehr. Gummi auf dem Asphalt, mehr Grip. Typischer Sportreifen. Er kann ihn fahren, der Rest könnte es nicht. Kann schon, aber bringt nicht viel. Bringt nur kurzzeitig Spaß. Gucken wir uns mal einen Hinterradreifen an. Und er fährt definitiv hinten schräger als vorne. Nämlich bis zur Kante. Wie geht denn das? Das wollte ich nicht. Naja, ganz kleine ist noch da, aber so ganz schwach hier. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Gib Gas an der Kurve. Aber ist wirklich hier. Je breiter der Reifen, desto mehr Schräglage braucht ihr. Weil die Abstandsfläche von der Mitte des Reifens wegwandert. Okay. Deswegen bist du hinten an der Ecke. Okay. Am Rand und vorne hast du noch Luft. Das ist normal. Weil das wäre meine Frage gewesen. Gibt es wirklich optimal, dass du praktisch das gleiche Bild, wie du vorne hinten hast? Okay. Also hast du immer vorne. Je breiter der Reifen, desto mehr Schräglage braucht ihr für die gleiche Kurvengeschwindigkeit. Okay. Also schmale Reife kaufen. Ja. Aber schönes Verschleißbild. Gut. So. Ganz bezahlt wird ganz genug. Und der beschleunigt auch schön raus. Ne? Also Max schon, der kommt mit Speed aus der Kurve raus. Und der Zug aus der Kurve raus beschleunigen ist gut. Stabilität. Okay. So.
Ömer hat hier hinten eine ganz kleine Kante, aber viel weniger als vorne. Ömer bremst ganz gerne in die Kurve rein. Mhm. Ja? Da ist dann doch der Angstteufel ein bisschen da. Ja. Scheiße. Ich mach nochmal zu. Ja? Ja, okay, genau. Das ist dein Fahrstil. Also Kurve hinterschneiden, länger geradeaus fahren, Lenkimpuls, abwinkeln. Musst du abgewöhnen. Mhm. Und du bist auch die 80 gut gefahren. Also du weißt, dass es geht. Mhm. Jetzt musst du es nur noch umsetzen. Nicht mit Gewalt, peu à peu, mit Gefühl, mit Verstand. Aber es geht, du kannst es. Du weißt, dass du es kannst. So. Auch hier ist der Reifen aufgerauter im Vergleich zur Kawasaki wahrscheinlich jetzt hier. Und die Kante ist ein bisschen weiter mittig im Vergleich zum Ömer, also fährt nicht ganz die Schräglage. Aber du kommst langsam dahin. Ja, bis jetzt hatte ich nicht die bist jetzt schon hier, das war das Problem. Bist schon mal hier gewesen, ja, weißt du? Das ist jetzt hier vom Training. Okay. Es also geht. Die Noppen sind bald weg hier. Ja? Ja. Also Training, es bringt was. Ganz klar. War halt viel Kurzstrecke und dann immer ein Stück Autobahn, da ist nichts mit Kurve. Leider. Ja. Aber du kommst langsam dahin. Ja, wenn es geht, wenn du willst, ja. Hier hast du noch die Noppen von der Gussfahrt. Ne?